Das Einstellungsbündnis hat sich zusammengefunden, nachdem 4 Menschen verhaftet wurden im Juli dieses Jahres am 31.07. Mit dem Vorwurf, Mitglieder der militanten Gruppe zu sein. Und es ist das Bündnis von Freunden, Genossinnen aus dem weitesten Umfeld eben dieser Verhafteten und anderer Betroffener in diesem Verfahren. Es wird versucht, einer Gruppe von Menschen eine Straftat nachzuweisen, wobei völlig egal ist, um wen es sich da, also wer dann genau diese konkrete Straftat begangen hat, wenn man sich jetzt auf diese juristische Ebene einlässt und von Straftaten redet. Und das rechtfertigt ein riesiges Arsenal von Ermittlungsmethoden. Und wir sagen einfach, das ist völlig überzogen und diese Verfahren gehören eingestellt. Das Absurde an diesem Verfahren ist, es gibt 4 Beschuldigte, denen eben aufgrund ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit vorgeworfen wird, geistig in der Lage zu sein, die Bekennerschreiben der MG zu verfassen. Dann gibt es 2 Kontakte, so heißt es in der Ermittlungsakte, zwischen meinem Mandanten und einer weiteren Person. Daraufhin wird diese Person einfach mit ins Ermittlungsverfahren geholt und dann wird diese Person Monate später mit weiteren 2 Personen, soll dabei überwacht worden sein, wie sie versucht hat, unter Militär-LKWs Brandsätze gelegt zu haben. Diese 3 Personen wurden gemeinsam mit meinem Mandanten, dem Richter, auch beim BGH vorgeführt und dann in Haft genommen. Das heißt aber, der einzige Link dazu, dass sie Mitglieder in einer terroristischen Vereinigung sein sollen, funktioniert über meinen Mandanten. Wir sind ja hier heute mit einer kleinen Kundgebung auch vor der Polizeiwache, wo die DNA-Probe abgegeben werden musste. Und das ist so ein kleines symbolisches Zeichen. So, man wird eben mit den Repressionen und mit den Zwangsmaßnahmen, die so ein Ermittlungsverfahren mit sich bringt, nicht allein gelassen, sondern da geht man eben zusammen hin. Und das Zeichen ist bei mir und auch bei allen anderen hier ganz gut angekommen. Also es reicht alleine aus, wenn man bestimmte Personen kennt, mit denen telefoniert, mit denen möglicherweise auch in irgendwelchen politischen Gruppen zusammensitzt, dass man dann eben auch Terrorverdächtiger wird. Das zieht dann sehr, sehr weite Kreise. Also aus einer WG wird in die nächste telefoniert, von dieser WG wieder in die nächste. Da kommen schnell Hunderte und Tausende von abgehörten Menschen zusammen. Also insgesamt sind es mittlerweile 12, 13, 14 Betroffene. Die heutigen Untersuchungen sollten Aufschluss erbringen über die Strukturen und die personelle Zusammensetzung von diesen Gruppierungen und dienten nicht in erster Linie zur Verhinderung von konkreten Anschlägen. Dafür gab es keine Anhaltspunkte. Gibt es so ein Gespräch, von wo man denken kann, Zaun, da ist eine Lücke, muss man einreißen, aufschneiden. Sie haben natürlich nur bei Zaun sofort assoziiert, ein Dammzaun. Es war das hier gemeint, für Sie war es ein Zeichen von, da haben wir sie, jetzt haben wir sogar, in jeder dieser Durchsuchungsbescheide oder sowas, überall kommt dieses gleiche dumme Gespräch wieder vor. Hat er, glaube ich, schon erzählt, dass Axel, Oliver und Florian vorgeworfen wird, Militärfahrzeuge in Brand gesetzt zu haben. Und ich denke, man sollte da ganz anders nochmal drüber nachdenken, wo eigentlich die Schweinereien passieren. Die Antikriegsaktion, die Oliver, Axel und Florian vorgeworfen wird, verstehen wir als Beitrag zu antimilitaristischen Bewegungen und Friedensbewegungen, die seit dem Jugoslawienkrieg gegen deutsche Kriegseinsätze protestieren. Dieser Krieg etablierte neue Verhältnisse einer deutschen Normalität. Seitdem haben wir es mit einer Normalisierung von militärischen Auslandseinsätzen zur Absicherung geopolitischer Strategien in der Sicherung von Einflusszonen, Wirtschaftsmärkten und Rohstoffquellen zu tun und auch mit einer schleichenden Militarisierung von Innenpolitik. Die Bundesregierung und die Bundeswehr als ausführendes Organ sind die eigentliche kriminelle Vereinigung. Antimilitaristischer Widerstand ist legitim und muss breiter und vielfältiger werden. Die Verfahren gegen Axel, Oliver und Florian und alle anderen 129a Beschuldigten müssen eingestellt werden.
Man kann es nicht einschätzen, was jetzt folgt, was passiert, was vielleicht noch passiert und so weiter. Und das schürt Angst und Unsicherheit, nicht nur bei dir selbst, sondern auch in deiner Umgebung, bei Freunden, bei Kollegen, bei Leuten, die dich kennen, die sich anfangen zu fragen, bin ich betroffen, wird mein Telefon abgehört, verfolgen sie mich, und die dann anfangen, unheimlich vorsichtig zu werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Weg ist schon zu verstehen und zu reflektieren, was mit dir selbst passiert, und dann versuchen auch, es aktiv anders zu machen und dich eben nicht in deiner Lebensgestaltung von dem Staat und der Polizei bestimmen zu lassen, sondern es wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ey, wir müssen so ganz vielen treffen. Nicht nur wir hier, Haus und da noch 3-4 Leute, sondern offen machen. Das ist total viele Leute, und dann irgendwann hören die auf zu zählen. Dann kommen die üblichen Verdächtigen, dann kommen noch andere, dann kommt jenes und so. Dann haben die keinen Überblick mehr, und das ist, macht eine Stärke, nämlich ganz viele zu hören. Und dass nicht irgendwie 3 Hanseln immer ihr Gesicht hinhalten, sondern dass ganz viele Leute sie einfach bewegen.